Hallo liebe Garten- und Naturfreunde. Hier auf dem Rasen hinter unserem Redaktionsgebäude blüht es noch viel zu wenig. Deswegen legen wir von Bibetta heute eine kleine Wildblumenwiese an. Über die Nektar- und pollenreichen Blüten können sich dann in ein paar Wochen nützliche Insekten und Bestäuber freuen. Vor allem unsere bedrohten Wildbienen. Los geht's! Wir brauchen dafür Blumensamen, am besten spezielles Saatgut für Wildbienenpflanzen, einen Spaten, eine Schubkarre, einen Grubber zum Lockern der Erde, einen Rechen, Bretter oder eine Rasenwalze zum Boden verdichten, zwei Pflöcke und eine Schnur und zu guter Letzt Sand zum Abmagern des Bodens und zur Flächenmarkierung. Wir legen hier eine runde Blumenwieseninsel an. Dazu verbinden wir zwei Pflöcke mit einer Schnur und ziehen damit wie mit einem Zirkel einen Kreis in der gewünschten Größe. Markiert wird zum Beispiel mit Sand. Das geht am besten zu zweit. Achtung, jetzt wird es ein bisschen anstrengend. Die Fläche muss völlig frei von Bewuchs sein, denn sonst können sich die Keimlinge der Blumen nicht zwischen Gras oder Moos durchsetzen. Bei der Rasenfläche müssen wir deshalb erstmal die Grasnarbe entfernen. Mit dem Spaten sticht man Stück für Stück die Rasenstücke aus. Dazu holt man sich am besten tatkräftige Unterstützung. Die Rasenstücke kann man dann an anderer Stelle im Garten weiterverwenden oder kompostieren. Danach muss der Boden etwa 10 bis 20 cm tief gut gelockert werden. Das geht auf kleinen Flächen mit dem Spaten. Und für größere Flächen kann man sich eine Elektrohacke oder eine Bodenfräse ausleihen. Auf jeden Fall muss der Boden am Ende schön aufgelockert sein. Mit dem Grubber oder mit dem Rechen zerkleinert man dann noch gröbere Erdklumpen und entfernt Wurzel und Kräuter, Steine und Rasenreste, bis die Erde gut feinkrümelig ist. Viele Gartenböden sind für Wildblumen viel zu nährstoffreich. Sie brauchen eher magere, also nährstoffarme Erde. Das kriegt man hin, indem man die Erde mit Sand mischt. Danach wird die Fläche mit dem Rechen wieder schön eingeebnet. Anschließend verdichtet man den Boden wieder. Das geht am besten mit einem Brett. Um Unebenheiten auszugleichen und damit die Samen gleich guten Erdkontakt haben, raut man die Erde mit dem Rechen jetzt nur an der Oberfläche nochmal etwas auf. Dann wird endlich ausgesät. Oft ist das Saatgut mit Mineralien vermischt. Damit lassen sich die Samen besser verteilen und man sieht besser, wo man schon ausgesät hat und wo nicht. Alternativ kann man die Samen auch einfach vorher mit etwas Sand mischen. Wenn es nicht gerade so windig ist wie hier bei uns, klappt das ganz einfach, indem man die Samen breit auf die Fläche auswirft. Nachdem man die Samen mit dem Rechen ganz leicht eingearbeitet hat, sodass sie aber noch zu sehen sind, drückt man sie in den Boden. Zum Beispiel mit einem Schaufelblatt oder wieder mit einem Brett. Jetzt wird gegossen. Nicht zu viel, damit die Samen nicht wegschwimmen, aber so viel, dass der Boden gut durchfeuchtet wird. Bei kleinen Flächen geht das mit der Gießkanne, bei größeren hilft der Rasensprenger. Die Fläche darf in den ersten Wochen niemals austrocknen. Deshalb muss man sie stets feucht halten, vor allem bei warmem Wetter. Schon in kurzer Zeit können wir die ersten Keimlinge sehen und in ein paar Wochen bereits die ersten Blüten. Gemäht wird übrigens nur ein- oder zweimal im Jahr, am besten immer etappenweise mit der Sense. Ideal ist es nach der ersten Blüte Ende Juni und dann nochmal im September. Über den Winter lässt man die nachgewachsenen Pflanzen stehen, denn hier können viele Insekten überwintern. Gemäht wird erst wieder im kommenden Frühjahr. Viel Erfolg mit eurer Blumenwiese!